Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy X. Ich starte jetzt mal ungewöhnlicherweise mal mit einem Blitzballspiel, weil ich ja beim letzten Mal nochmal nachschauen wollte, wie das jetzt mit der Liga weitergeht, wie viele Spiele noch offen sind, und stellte dann fest, dass ich nicht mehr aus diesem Menü rauskomme. Wir hatten zwar den letzten Kampf gegen die die Albert Psykes verloren. Da glaube ich aber noch ein paar Spiele kommen werden, habe ich so gedacht, ich lasse diese Niederlage einfach stehen, versuche einfach die restlichen Spiele zu gewinnen und würde jetzt tatsächlich einfach hier weitermachen. Wenn ihr jetzt keinen Bock auf Blitzball habt, dann würde ich euch vorschlagen, einfach die nächsten, 10 bis 15 Minuten zu überspringen, und ich gucke trotzdem, dass wir noch ausreichend anderes Gameplay in diesem Part noch hinkriegen. Deswegen fangen wir jetzt mal an damit. Wir lassen das mal so bei den Leutchens. So, ja, rechts so bla. So, Schlafschuss ist okay. Gift AG, Gift Pass. Schlafpass brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ich muss mal kurz hier meinen Bildschirm noch ein bisschen justieren, damit er besser steht. Genau, so ist besser. So, du hast ja immer noch nichts gelernt, oder? Ja, aber ich habe dann so gedacht, oh, ich habe jetzt keinen Bock, nochmal das Spiel davor zu machen. Bots, du hast wieder was gelernt. Kipper, du nicht. So, dann gucken wir mal, wen ihr hier decken könnt. Hexenschuss, Sog AG, Gift AG, Schlaf AG, Klebehandschuhe. Was machen wir mal? Ich würde sagen, Gift AG. Und der Tides. Quatsch, erstmal hätte ich auf den Letty erst. Ich habe das Gefühl, dass heute das ein bisschen verzögert ist auf meinem Monitor. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Okay, du kannst nichts lernen. Tides, wie sieht's bei dir aus? Volley könntest du lernen? Ich mach mal Volley. So, Jash, wie sieht's bei dir aus? Sog AG, Gift. Ich finde immer, obwohl Schlaf AG eigentlich auch nicht schlecht ist. Bots, kannst du was lernen? Ne? Kippa, bei dir? Nein, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, gegen wen kämpfen wir denn überhaupt? Who's the opponent, sagt man ja, glaube ich. Okay, Tides ist erstmal dran. Wer ist denn, was ist denn das für ein Zeichen? Ich kann es nicht erkennen. Ach, die Killikabies, das müssten wir eigentlich schaffen. Ja, können wir vorstoßen. Nochmal dribbling. So, AG. Okay. Dann weiter geht's. Oh, das sind aber viele. Das ist alle. Ja, das ist natürlich schade. Ja, wir könnten jetzt mal versuchen vorzustoßen und dann mal ein Deck-Spezial. Aber ehrlich gesagt, das wird nicht funktionieren. Ist auch in Ordnung, weil der wird uns das jetzt abnehmen. Oh, Schlaf AG. Aber immerhin haben wir es gelernt. Aber Tides ist eingeschlafen. Ey, das ist ganz schlecht. Das ist schlecht. Also, ich möchte das jetzt schon gewinnen. Ansonsten habe ich Pech. Gift AG. Ah, sehr schön. Sehr schön. Guck mal, dann, du hast dafür 16 Pass. Kann man vielleicht bis zum Dutt spielen. Giftpass brauchen wir nicht machen, obwohl, nee, brauchen wir nicht. Wo ist denn der Dutt? Dort. Ah. Ah. Du hast ja viel Pass, deswegen würde ich mal nach hinten stoßen. Also schießen. Ach, ich hätte Giftpass machen können, ich bin ja blöd. Ich bin ja dumm. Also, ich bin ja bescheuert. Hätte ich den ja sogar noch vielleicht vergiften können. Oh, man, ich hab mich schon ein bisschen bescheuert. Aber unser lieber Dutt hat 10 Tor. Das heißt, wenn man vielleicht hier... Ja, okay. Ja, ich würde sagen, wir machen mal Dribbling. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und jetzt gleich... Ich würde sagen, wir versuchen das nochmal. Und dann machen wir ein Tor. Und dann machen wir gleich mal Schlafschuss. Ah, sehr gut, sehr gut. Ah, sehr schön. Gut, na, wir brauchen Tides gar nicht. Das kann das auch, ne? Doch, nee, Tides wäre schon schön, wenn du irgendwann wieder mal dabei wärst. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl wirklich, dass irgendwie heute was mit meinem Monitor nicht stimmt. Also ich weiß nicht, wie das bei euch rauskommt, aber irgendwie... Vielleicht bin ich einfach auch nur verwirrt. Ist Tides wieder wach? Ah, Tides wieder wach. Sobald man ein Tor geschossen hat, ist er wieder wach, oder was? Ich habe das Gefühl, meine Augen sind heute einfach zu langsam. Vielleicht liegt es daran. Ha, da wird abprallen. Dutt, sehr schön. Wo bist du? Ah, cool. Und vielleicht...
könnten es riskieren. Komm, wir riskieren das nochmal. Dann machen wir nochmal ein Dribbling. Komm, das schaffen wir. Mach nochmal einen Schlafschuss, weil das die Tor erhöht. Den Torwert. Oh mein Gott, Dad, du bist so geil. Ich muss es einfach mal sagen. Ich finde dich jetzt optisch nicht so heiß, aber ich würde sagen, was das Torschießen angeht, das macht dich schon ganz schön attraktiv. So. Dann, ey, haben wir schon zwei geschossen, sind noch nicht mal 200 Minuten vorbei, wir sind zu gut. Gift ergeben, mach mal. Oh, wunderbar. Oh, die Kilikabis, die sind uns etwas unterlegen, muss ich jetzt mal so sagen. Aber ich sag mal, das wird jetzt hier nichts. Aber du bist ja auch Letty, da kann das ja nichts werden. Aber du hast doch bestimmt irgendeinen schönen Pass oder so. Ein Giftpass, genau. Ja, wurscht, wo wir hinschießen, weil... Oh, guck mal, der Dritte hat es erst gefangen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ihr Lieben, was kann ich euch denn so erzählen? Ich kann euch erzählen, dass meine Woche irgendwie... Die war irgendwie schwierig. Da ist gefühlt irgendwie alles zusammengekommen, was sich in den letzten Monaten so angestaut hat. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Torschuss, bist du dumm? Verzweiflungsakt. So, dann kannst du nämlich gleich mal passen zu unserem lieben Tides. Und der wird sich dann die zwei Linken dort schnappen und einen Jack-Spezial machen. Ja, genau, das ist doch perfekt. Mach mal Tor. Geht los. Ja, also da war sowohl Freud und Leid sehr nah beieinander. Dementsprechend bin ich auch körperlich und emotional irgendwie ganz schön angeschlagen. Jetzt geht's wieder. Ich konnte da ein bisschen einnoten und sortieren. Boah, ey, 3 Tore schon. Ist noch nicht mal die Halbzeit. Geil. Und hab mich jetzt echt mega gefreut, dass ich wieder ein bisschen eintauchen kann in die Let's Play-Welt. Die 2 Beyond Good and Evil-Teile habe ich diese Woche schon aufgenommen. Und jetzt habe ich den dritten Part, also sozusagen jetzt Final Fantasy Part 1 aufgenommen. Den vierten Part werde ich diese Woche nicht mehr schaffen. Denke ich mal, werde ich nächste Woche ran müssen. Aber ja, ich bin einfach optimistisch, was die nächste Zeit angeht. Können wir mal gucken. Ja, der Bot ist eben echt nicht geil. Ich mache jetzt mal einen Pass. Zu sinnlos, wird uns sowieso abfangen. Ja, genau. Das war richtig dumm. Ich lieber noch ein bisschen mit dem Schwimmen. Ja, wie gesagt, beim Bots müssen wir uns echt perspektivisch überlegen, ob wir den behalten wollen. Obwohl ich gerne dieses Gemeinschaftsgefühl schon habe, alle hier von den Aurochs dabei zu haben. Jetzt ist sowieso vorbei. So, ich erzähle gleich weiter in der nächsten Halbzeit, wenn ich hier mich um alles gekümmert habe. Okay, jeder kriegt Erfahrungspunkte, finde ich super. Aber wie gesagt, vielleicht hat der Bot so irgendwann später noch sein Awakening. Sehr schön. Dann, lieber Dad, Latitides, Jash, Bots, Keeper, wir lassen euch so stehen. So, das können wir ja. Hätte jetzt Schlaf-AG, genau. Lieber die Schlaf-AG als eine Schlaf-AG. Lalalalala, manchmal tue ich einfach so, als hätte ich irgendwelche Sachen nicht gesagt. So, AG, Sog-AG. Ja, ich finde eigentlich die Schlaf-AG nicht schlecht. Letty. Du kannst nichts lernen, das ist sehr schade. Vergeh, vergeh. Machst du mal. So ist auch nicht schlecht. Bei dir aus. Nüchte. Kipper. Bei dir ist wahrscheinlich auch wieder nichts los. Schade. Ach, Torwart-Power wäre so geil, wenn das mal jemand angewandt hätte und du das hättest lernen können. Ja, auf jeden Fall ist mein Auto jetzt endlich da. Meine Güte, das hat irgendwie gefühlt das 3 Monate gedauert. Das war irgendwie ein bisschen schwierig, da bin ich da froh. Dass das da ist, habe ich auch schon ein bisschen eingefahren. Das war ganz schön. Gift AG. Sehr schön, Lady. Finde ich super. Mach mal den Pass. Erstmal hier hin. Weil der Tides muss irgendwie gucken, dass er den, dieser Vielzahl an Leuten dort entkommt. Neuen Pass 5 AG. Ja, da können wir nämlich vorstoßen und dann einen Pass machen. Ja gut. Tides, wo bist du? Hier. Naja, das dürften wir eigentlich gut hinkriegen. Dass du jetzt dir die beiden hier drüben schnappst. Ja, beide habe ich gesagt, nicht 3. Na gut, aber du kannst eine AG machen und dann ein Tor. Dann machst du gleich mal Tech Spezial. Sehr schön. Ja, genau. Da ist das da und ach naja, ist das so ein paar andere Sachen. Und
hoffe ich einfach, dass ich gut in die nächste Woche starten kann. Ich werde dann heute noch ein bisschen aufräumen zu Hause. 4:0. Und noch ein bisschen meine Let's Plays hören hier und nachbearbeiten. Ein bisschen Familienzeit verbringen. Und ja, so sieht's aus. Ich habe auf jeden Fall gestern Abend Visions of Mana angefangen zu spielen. Torschuss von hier, sag mal. Also die KI ist hier echt nicht so schlau. Mal jetzt mal so sagen, wie es ist. Mal vorstoßen, ja, mach mal Pass. Mach es mal Giftpass, weil da geht es bestimmt mehr. Oh, schade. Och, das ging jetzt so schnell weg. Pass hatten der 19, ist gut. Dann habe ich gestern Visions of Mana angefangen. Und habe aber gestern wirklich nur diesen Tutorial-Teil, sag ich mal, gespielt. Neun Pass. Ich würde sagen, wir machen erstmal Vorstoß und dann einen Pass. Und heute früh habe ich da noch ein bisschen gespielt und sag ich mal, bin so ins erste. Du hast nicht so viel Tor, Tides. Wo ist denn Dat? Dat, ich würde gerne mit dir noch ein Tor schießen. Es wäre mir ein inneres Blumenpflücken, wenn du die Gelegenheit dazu bekämst. Wenn wir ganz nah rangehen. Einer. Wunderbar. Ach, herrlich. Und dann noch ein Schlafschuss. Dat läuft. Und das war schon wieder unbeabsichtigt und ich habe eine Tech gelernt. Ja, und auf jeden Fall. Ich finde den Grafikstil so schön. Ich finde die Musik so schön. Ich mag das einfach, wie man so ins Spiel dort reinkommt. Ein kleines Dörfchen und die Erkundung macht mir total viel Spaß. Und ich weiß, ich habe gerade mal so anderthalb Stündchen, wenn überhaupt, gespielt. Aber das ist schon irgendwie genau das, was ich mir gewünscht habe. Und ich hoffe, es geht einfach so weiter. Boah, Letty, du bist übelst gut. Ah. Ja, das können wir machen. Und dann machen wir noch einen Pass. Und schießen mal zu Bots, damit Bots hier ein bisschen an Erfahrungspunkten bekommt. Gehen wir mal ein bisschen hier hoch. Weil du musst schießen, bevor irgendjemand dich erwischt. Du hast eben nichts von irgendwas. Ha, schafft er das? Ich mach mal lieber zu Tides. In der Hoffnung, dass wir hier noch irgendwas reißen können. Wenn es jetzt drei sind, könnte man... Ach nö. Ach so. Ja, na dann. Dann machen wir gleich mal einen Jack Spezial. Ja, und das macht übelst Spaß, das Erkunden. Ich habe mich da schon total in der Welt verloren. Ich hoffe, dass es das ganze Spiel über so ungefähr halten kann. Ja, 5:0. Läuft. Ja, aber ich denke, wir werden schon auf eine Viertelstunde Sendezeit kommen. Und dann versuche ich eine Dreiviertelstunde mindestens mit dem Spiel. Szenen. Kämpfe, was auch immer jetzt in Guado Salami kommt, zu füllen. Gift AG, das was du klauen, wunderbar. Ah, nee, stand da gerade. War da gerade Erlernen? Ich habe das nie gesehen. Ja. Pass. Giftpass. Und. Och, das geht so schnell weg. Das ist doch scheiße. Das finde ich scheiße. Dat. Ich will nochmal dat machen. So. Mal hier. Komm mal von hier ein Tor versuchen, einfach nur damit er Erfahrungspunkte bekommt, weil ich sag mal so, wir brauchen jetzt die Tore jetzt nicht unbedingt. Du kannst ihn einschläfern. Schade. Das war ein Versuch wert. Und sonst, was gibt's noch so Feines zu erzählen? Gestern war mein Geburtstag von meiner Schwester, das war schön. Okay, sehr schön. Kuria. Pass. Ah, das ist... Bei Sogaki muss ich wirklich eigentlich gefühlt sofort draufdrücken. Das ist voll krass. Ich versuche nochmal einen Torschuss. Einfach, weil ich es kann. So, dann geben wir vielleicht noch ein paar Ability-Punkte. Vielleicht schläft noch jemand ein. Nee. Ey, krass. Es wäre bestimmt ins Tor gegangen. Ich bin ganz, ganz sicher. Da war auf jeden Fall Motto Taylor Swift und Barbie. Und ich habe mich für Taylor Swift entschieden. Evermore. So. Einfach, weil ich das passende Outfit dazu hatte. Mhm. Ja, lief gut. So, dann haben wir nämlich wieder Vorsprung. 3 Punkte. Das ist super. Und Tides ist immer noch Torschütze. Ich glaube, das kann man uns nicht nehmen. Ey, cool. Nee. Ich will nur kurz gucken. Nur gucken. Das Pokalspiel ist wieder weg.
Müsste man jetzt wissen, ne, wann das wieder erscheint und ob es Angriffstäter dabei ist. Aber wenn es Angriffstäter irgendwann wieder kommt, dann würde vielleicht dann sogar passen. Aber ach, ich weiß nicht, ob ich das... Ach, muss ich mir überlegen, wie ich das mache mit dem Spiel dann. So, wir speichern jetzt erstmal. Oh, ich habe heute früh Kaffee getrunken. Ich habe das Gefühl, das war nicht so eine gute Idee. Ich bin schon wieder extrem hibbelig. Und da habe ich schon das Ganze nach unten gestellt, die Koffeindosis. Iguado bewachen zusammen mit der Bürgerwehr die Straßen. Versteht sich von selbst, dass man für Spira die Kräfte vereint. Sagst du noch was anderes? Wenn die Bürgerwehr widersteht, wäre sie eine große Hilfe. Okay. Ah, Mädchen. Care to hear about the Farplane? Aber natürlich. Ja, mach das. Erzähl uns alles über das Abyssum und die Illumina. The Farplane is the place where Pyreflies, born from ascending, gather. They appear in the shape of people who've died and gone to the far plane. Quite the phenomenon, how I wish I understood it more fully. The Owlbed have a theory, you know. They say the Pyreflies are just reacting to visitors' thoughts and dreams. But only the dead appear on the far plane. No image of the living has ever been seen. It's a great mystery, but maybe... Maybe the dead leave a bit of themselves in the hearts of the living. And that little bit borrows the Pyreflies' power for their paranormal performance. Or maybe not, who knows. And that, as they say, is that. Mädchen, ich hab da mal eine Frage. Wenn diese Illumina die Erinnerung an die Toten widerspiegeln sollen, wie ist denn das dann? Man hat ja unterschiedliche Erinnerungen an Menschen. Die Frage ist, welcher Zeitpunkt der Erinnerung wird genutzt, wenn die Person gestorben ist? Was ist denn, wenn sich Leute unterschiedlich an die Leute erinnern? Zum Beispiel schon Haarfarbe, Klamotte oder sowas. Gibt es dann, wenn jetzt zum Beispiel zwei Leute da vorstehen und im Abyssum sind, wird die Illumina dann ein Mix aus den beiden Erinnerungen? Wird nur sich für eins entschieden? Sieht das jeder so, wie er es sieht? Wie sehen das Außenstehende? Also es würde mich mal sehr interessieren, wie sich dann die Illumina entscheidet. Oder ist es wirklich so, dass Person A sieht die Variante, an die er oder sie sich erinnert, und Person B sieht dann die eigene Variante? Sehr, sehr interessant. Da hätte ich jetzt gerne eine Abhandlung dazu. Mädchen, schreib mal was. So, jetzt gucken wir uns noch das zweite an. They may be called Pyreflies, but they aren't really flies, you see. They're those lights you see whenever a fiend dies. The little fellows are responsible for a few fantastic phenomena. Visions of the past, spheres, fiends, these are all the Pyreflies doing. In fact, Pyreflies have something to do with aeons, too. The dreams of the faith reach through the spirit of the summoner. And that which is unreal becomes real for all to see. Or maybe not, who knows. And that, as they say, is that. Interessant, interessant. Danke, dass ihr die Machina der Albed zerstört habt. Ich hasse diese Kerle wirklich. Das hat mir echt gut getan. Das ist schön, dass ihr das gut tut. Die Guado heißen die Gäste willkommen. Wollt ihr euch eine Pause gönnen? Nein, wollen wir nicht. Okay, ich verstehe. Bitte beehrt uns wieder. Shelly. Oh, how fair you, Sir Guardian. It seems that Maester Seymour has returned to Guado Salam. He's young, but he deserves our respect. Na, das entscheide ich, ob ich ihm Respekt zollen möchte. The High Priest of Makalania Temple. So, he administers both the temple and Guado affairs. Ach so, das wusste ich gar nicht mehr, dass der ja auch der Tempeloberster ist. So, jetzt wollte ich mal kurz in den Umbau gucken. So, können wir nämlich einfach mal schauen, mal das Buckler mal nehmen. Ah, mal hier, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Woher sehe ich denn, dass das die Sachen sind, die wir ausgerüstet haben? Mit dem das so ein... Guck mal. Dann wäre das nämlich gar nicht so schlecht, bei der Riku mal ein bisschen was einzubauen, weil die ist so schlecht, was ihre Werte angeht, dass man vielleicht mal HP plus... Ja, Healing Potion können wir da mal reinsetzen, oder? Komm, wir machen das jetzt mal. Allein schon, damit ich es euch mal zeige. Der Reisearm, den wir bestimmt jetzt im nächsten Kampf oder so bekommen. So, ja, mit dir werde ich gar nicht so oft angreifen, aber das schadet ja auch nicht. Hauen wir mal rein. Guck mal bei den anderen mal so.
meine Stimme ist heute schon irgendwie total angeschlagen. Ich weiß gar nicht, warum. Ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht viel geredet in den letzten Tagen, aber... So, nee, jetzt auch nix. Wir werden irgendwann auch den Punkt haben, wo wir immer ganz viel Sachen aussortieren müssen, weil man hier doch viel Waffen und Ausrüstungszeug bekommt. Waffe ist auch eine Ausrüstung, aber Waffen und hier, na, das Zeug. Schilde, Rüstung, ach, keine Ahnung. Auch alles schon voll. Warum ist das alles voll? Okay, gut. Naja, haben wir wenigstens zwei Sachen gemacht. Okay. Ich glaube, hier unten links ging es weiter. Genau, da waren wir noch nicht lange. Wird bestimmt geschimpft. In der Donnersteppe tobt ein Sturm. Bitte wartet eine Weile. Okay, und deswegen schauen wir uns erstmal hier den Rest an. Guck mal, hier ist eine Kiste. Haben will. Mega Potion, sehr gut. Naja, dann gehen wir mal im Uhrzeigersinn, wenn uns das hier möglich ist. Ach, ich finde das Design hier total geil. Menschen, ein Medium mit Leibgarde. Findest du das jetzt super oder schlecht? Vielleicht ist es das. Okay. Weil die Guado das Imbissum bewachen, können die Toten ohne Sorgen ruhen. Okay, sagst du noch was anderes? Nee. Wir unterscheiden uns von den Menschen, aber wir ehren die Toten genauso wie sie. Okay. Hier in Guado Salam sammeln sich Pilger aus ganz Bira, um die Toten zu ehren. Okay. Dann lass uns mal hier reingehen. Oh, Schicki. Hallo? Sir Simo lehrt die jüngeren Guado allerlei Wissenschaften. Ich habe viel über Yevon und die Geschichte Spiras gelernt. Das ist aber schön. Sir Simo ist ein guter Lehrer. Sein Unterricht ist leicht verständlich. Oh, da sollte ich vielleicht auch mal in Unterricht gehen, weil ich habe immer so Schwierigkeiten, Wissen und Geschehen zu folgen. Ihr werdet erschöpft sein müssen von der weiten Reise. Oh, ihr müsst meine Sprache sei sonderbar. Der alte Dialekt der Guado ist es. Woanders werdet ihr nicht finden können, diese Art. Dialekt? Ich würde sagen, das ist einfach scheiß Grammatik, die du da hast. Okay, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Jene, die können lehren, diese Sprache, die Ältesten der Alten nur. Die traditionelle Art der Guado wird aussterben in Bälde. Reisende, die altertümliche Sprache verzeiht mir die meinige Unverfrorenheit. Die Guado aus alten Zeiten haben gesprochen, diese Sprache, doch seit der verstorbene Giskel den Guado die Leibsätze Jevons gelehrt, sind entschwunden diese altertümlichen Worte. Oh, so schade, dabei versteht man euch so gut. Die Alten wollen die alte Sprache der Guado einfach nicht aufgeben. Ich habe ihnen gesagt, dass diese Mundart für unsere Gäste unverständlich ist. Unverständlich jetzt nicht, aber auch ein bisschen putzig. Aber ich bin da so ein bisschen bei dir. Aber gut, man kann ja auch Tradition und Moderne zusammenbringen. Sollen sie doch sprechen, wie sie möchten. Aber die Alten müssen auch akzeptieren, dass man das Neue nicht möchte. Generationenkonflikt, wir werden diesen heute lösen. So, ich glaube, das ist das Waffengeschäft, oder? Kann es sein? Kann es sein? Oh, Waka! Hallo! Ich möchte das mal plauschen. I tell you, these Guado merchants are shrewd. Ripping off the pilgrims that come to visit the Far Plain. Listen, you watch that they don't get you too. Me you can trust. More than a Guado at least. What do you say? Das muss man sich aber auch mal geben. Da gehst du in den Laden und verkaufst dein eigenes Zeug. Das ist wie wenn ich jetzt so Netto gehen würde und mach so einen kleinen Stand auf und sag, hier wollen Sie Bananen, wollen Sie Müsli? Das ist viel zu teuer hier bei Netto. Kaufen Sie es lieber bei mir. Da wäre schnell die Security da. Guck mal nach Ausrüstung. Naja, Nesseschlag könnte schon interessant sein für das nächste Gebiet, in das wir kommen. Aber Stromschlag nicht, das sage ich euch gleich mal. Todesschlag. Nee, aber die greift sowieso nie an. Ah, das könnte man tatsächlich nehmen, wenn wir dir noch was draufschmieden wollen. Das können wir mal machen. Ja, gut, dass ich das gerade für dich geschmiedet habe, ne? Ich bin so dumm. Ich hätte einfach erst mal gucken können. Ah, da würde ich vielleicht doch... Was ist denn das Donnerschild? Ach, nee. Das wäre ja tatsächlich für alle interessant. Wäre tatsächlich für alle interessant. Mal kurz gucken. Das ist jetzt alles Strom, 50%. Überleg wirklich, ob ich das allen dann ausrüste im nächsten Gebiet, weil ich glaube, das macht uns das Kämpfen dort deutlich einfacher. Aber es kann sein, dass das gar nicht
reichen wird von der Knete her. Oh no! Das heißt, wir müssen noch etwas verkaufen. Alles kriegen wir hin. Aber irgendwas, was teuer ist. Komm ich denn nach unten? Metallschild, Hitzit und Blind. Ja, hier tun wir das weg. Ein bisschen brauchen wir, ne? Wir haben bestimmt irgendwas, was Doppelhappel verkaufen. Wanderschutz hier. Guck mal, da können wir verkaufen. Vielleicht immer noch nicht vor 2500, ne? Kann es sein? Ah, nee, noch nicht. Guck mal, können wir kaufen. Und wisst ihr was? Ich leg das gleich mal an. Hätte ich das schon mal machen können, ich Trottel. Weil ich vergesse das sonst bis zum nächsten Mal. Ich vergesse das. Guck mal, du kriegst jetzt einen gelben Reif. Und nein, da hat niemand drauf gepullert. Entschuldigung. Konnte ich mir nicht verkneifen. Manchmal denke ich mir so, muss ich wirklich alles aussprechen, was ich im Kopf habe? Nein, muss ich nicht. Mache ich es trotzdem? Ja. So. Gut, dann noch bei dir. Sehr schön. Und ich glaube, irgendwie bei dir wollte ich noch in die Fata Morgana was einbasteln. Vater Morgana, Vater oder Vater Morgana, das finde ich auch nicht, Vater Morgana. So, was machen wir da mal rein? Schauen könnte man noch reinmachen, das schadet ja auch nicht. Ein bisschen Angriff, Zauberangriff brauchen wir eigentlich nicht. Können wir noch Angriff plus 3 reinmachen. Ja, ich will das. So, Items, gucken wir mal. Was kaufe ich hier übelst alles und jetzt hat der... Ich bin so dumm. Ich hätte ja drüben bei dem Typ hier erstmal gucken können, was der für Preise hat. Jetzt hat er übelst gute Preise. Huch, mein Mann ist ein Soldat, der den Stammesführer der Guado beschützt. In letzter Zeit reist er mit Sir Sima durch ganz Spira. Sagst du noch was anderes? Sima wird bald zur wichtigsten Persönlichkeit in Spira werden. Na, das werden wir noch sehen. Medium Yuna und Gefolgschaft nicht. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Ja, tatsächlich. Oaka, ich nehme alles zurück. Ich finde das super, was du hier machst. Einfach super. Okay. Naja, dann würde ich sagen, was für ein Zufall, dass der auch die gleichen Sachen verkauft, ne? Ich frage mich, ob das, was ich jetzt immer gespendet habe an den Oaka, ob das sich jetzt auf seine Preise ausgewirkt hat. Ich weiß es immer noch nicht so ganz. Das Musikstück, wollte ich sagen, natürlich. Finde ich auch sehr schön hier. Sagst du was? Bleib stehen. Ich bin im Training. Stört mich nicht. Doch, ich will dich nochmal ansprechen. Du willst wohl unbedingt mit mir spielen. Da machen wir es mit Blitzwall aus. Okay. Ja, aber Guado Glories geht, glaube ich, noch. Ah, eine Kiste. Ja, auch irgendwo ein Altbett. Heft rumliegt, sagte er, und es lag eins auf dem Boden. Ich habe das manifestiert. Ich habe dafür gesorgt, dass es hier lag, denn es lag vorher nicht dort. 13, sehr schön. Wir sind schon in Albed gehangen. So, ich will immer noch mal gucken. Das letzte war wirklich die 12, ne? Ja, so geil, so gut. Du bist doch Tidus von den Beset Aurochs. Seit dem Turnier gehört dir meine volle Aufmerksamkeit. Wollen wir nicht mehr spielen? Beim Turnier hatten wir viel Ärger mit den Monstern. Viele wurden dabei verletzt. Kann ich abwerben? Park Guado. Nee, ich mach das, ich lass das mal wirklich so. Ich folge jetzt einfach meinem Spleen, immer alles, sag ich mal, in einem Guss zu haben und ich lass einfach meine Beshade Aurochs Spieler. Bots, den kriegt man schon irgendwie hochgezogen. Die das Abyssum müssen bewachen, sind die Guado, Spiras erwähltes Volk. Aha. Ganz schön eingebildet. Menschen sind in Überzahl nur, Ronso sind ja Stärke nur, doch wir sind die Geweihten, ja. Da wäre ich ja schon ein bisschen vorsichtig, doch alles das ist in Vergangenheit. Wir Guado schätzen die Freundschaft unter den Völkern. Glaube ich dir jetzt mal einfach so. Ob Mensch oder Ronso, seien sie alle willkommen in unserer Mitte. Ich will nicht in deine Mitte, bah. Ab und zu möchte ich aus den Guado Glories austreten und woanders spielen. Wenn die Kohle stimmt, würde ich sogar für die Albed spielen. Saji, will ich aber nicht. Wenn die Kohle stimmt, ja, okay. Was sagst du? Es ist schwer, einen Guado von einem anderen zu unterscheiden. Für euch Menschen sehen wir alle gleich aus, oder? Ey, das hast du jetzt gesagt. Unterstell uns mal nicht Rassismus. Es ist voll frech. Sagst du noch was anderes? Deine Haare sehen aus wie so Schlangen, wie bei der Medusa. Das war von mir jetzt ein bisschen frech. Ich geb's zu.
Unter uns gesagt, sind wir Guado. Was, wir Guado können Menschen ebenso wenig voneinander unterscheiden. Ja, so ist das eben manchmal. Aber das macht uns ja nicht automatisch zu schlechten Menschen. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, hier dürfen wir noch nicht rein. Bevor ihr das Ebissum besucht, geht bitte zum Haus von Sir Seymour. Machen wir. Bevor wir das tun, speichern wir nochmal. Waren wir jetzt hier schon? Ja, ne? Ja, der Part, denke ich mal, wird eher szenenlastig. Ich glaube nicht, dass wir noch Kämpfe hinbekommen. Bin mir eigentlich relativ sicher, wenn ich gucke, dass wir schon die 30-Minuten-Marke geknackt haben. Einmal speichern, bitte. 19. Part, ey. Es werden noch viele, viele Parts folgen, aber das ging jetzt wirklich rucki-zucki. Haben wir nächstes Mal schon Jubiläum mit 20. Rein in das Headquarter von Seymour. Oder Sima, wie ich gesagt habe. Ich vermute mal fast, dass wir mit wem müssen wir denn sprechen? Vielleicht besser mit Auron. Stay close to Yuna. I wonder what smells so nice. Essen? Vielleicht Essen? These are the past leaders of the Guado. They all look the same. Maester Seymour doesn't look like them, no. Don't you know? The last leader, Maester Jiskel, wed a human woman. She was Seymour's mother. Oh, Tidus, ich habe gerade noch eine Lanze für euch gebrochen. Jetzt tust du so einen Spruch bringen. Mann. Aber wie wir sehen, hat Seymour wirklich was Besonderes an sich, denn er ist sozusagen halb und halb, wie man bei Harry Potter sagen würde. Hat das, glaube ich, der eine Junge. Guado und halb Guado, halb Mensch. The last leader, Maester Jiskel, wed a human woman. She was Seymour's mother. Okay, danke, Lulu. Gehen jetzt mal zu Waka. I don't like the smell of this one, eh? Krass, dass Waka jetzt anfängt, so ein bisschen zu misstrauen. I don't like the smell of ja, den Smell. Also ich mag den Smell hier von wahrscheinlich Essen und sowas, aber wegen der Sache an sich bin ich auch ein bisschen misstrauisch. Kimari not like Mr. Seymour. Kimari, bester Mann. Und Yunas Reaktion. Ist übertrieben. Mensch, Yuna, komm mal klar. Why does he want to see me? Tja, das werden wir sehen. Können wir hier rein? Können wir frech sein? This way, please. Ich will aber erstmal hier oben in die Schlafgemächer gucken, was der Seymour hier für perverse Sachen versteckt hat, Hier sind die Gemächer des Hausherrn. Kein Zutritt. Ja, ich weiß schon, weil der seine Sachen versteckt. Sag ich doch. Aber gut, jedem das Seine. Ich möchte kein King-Shaming betreiben. I will go inform Lord Seymour. Please wait here. Okay. Auron, was sagst du? Stay on your guard. Why? This guy is just a priest, right? Those with power use that power. Maesters have power. Wait. You sure you don't have something against Yevon? I lived a long time in Zanarkand. Ah. Ich liebe Aurons Lache. Ja, da kann man doch schon ganz schön viel hineininterpretieren in das Lachen. I get the feeling he called us up here for more than just dinner. Na, ich hoffe doch, dass wir... Eigentlich hoffe ich, dass wir nur zum Dinner hier sind. Waka, bleib dran in deinem Zweifel. Ich muss das hier mal noch kacken und brauche deswegen so lange. There's no temple here in Guadassalam, see? Summoners usually just pass through on their way elsewhere. What? I didn't even ask a question and you're explaining things. You'd rather I say nothing, then? No, no. Maybe you finally believe I don't know anything about Spira. And maybe that means you believe me about Zanarkand, too? Well, there are many things I do not know. Your Zanarkand is one of those things. I suppose I can't say what I think, either way. Still,
be careful. You shouldn't tell other people. Yeah, I know. Also erstens finde ich schon, dass man hier einen Stopp machen sollte, auch wenn kein Tempel hier ist, weil man könnte ja Postkarten kaufen, die man dann so an sein Heimvolk schreibt und sagt, ah, hallo, liebe Grüße aus Guado Salam, als nächstes steht der Tempel so und so an, tschüss, bis bald. Das zweite ist, dass Titus es jetzt auch mal ausgesprochen hat, dass Lulu unser Wikipedia oder Lulupedia ist und drittens die Lulu, ne, die wird uns immer wohl gesondert, ich finde, die ist immer lockerer uns gegenüber. Erstmal zu unserer Rico, die erstmal sich durchfrisst. Ey, hast du mal gefragt, ob du das überhaupt darfst? Mm, this is good. Vielleicht ist es auch vergiftet? Guado sure know how to eat. Oh, Kimari. Kimari speak no more. Aber schade. Kimari speak no more. Okay, was sagst du, liebe Yuna? What could it be? Oh. Truly, it is good to have guests again. Since Lord Jiskel passed away, these halls have been too quiet. The death of Lord Jiskel was a great loss for all of Spira. Was this Maester Jiskel really such a great guy? He brought the teachings of Yevon to the Guado. He was truly a great man. Truly a loss for us all. But now, a new leader, Lord Seymour, has come before us. Lord Seymour is the child of a Guado and a human. He will be the tie that binds our two races together. But that is not all, I think. Lord Seymour, he will surely become the shining star that lights the way for all the peoples of Spira. That is enough trouble. Must I always endure such praise? Welcome! You wanted to see me? Please, make yourselves at home. There's no rush. Please keep this short. Yuna must rush. Pardon me. It has been a long time since I had guests. Lady Yuna, this way. This sphere is a reconstruction created from the thoughts of the dead that wander the far. Zanarkand? Correct. Zanarkand. As it looked 1,000 years ago. The great and wondrous Machina city, Zanarkand. She once lived in this metropolis. She who? Lady Unalisca! She was the first person to defeat Sin and save the world from its ravages. And you have inherited her name. It was my father who named me. Lord Braska was entrusting you with a great task. He wanted you to face Sin as Lady Unalisca did. However, Lady Unalisca did not save the world alone. To defeat the undefeatable Sin, it took an unbreakable bond of love, of the kind that binds two hearts for eternity.
is beet red. You okay? You serious? Hey! You know what Yuna must do. Of course. Lady Yuna. No. All summoners are charged with bringing peace to Spira. But this means more than just defeating Sin. She must ease the suffering of all Spira. She must be a leader for the people. I proposed to Lady Yuna as a maester of Yevon. Spira is no playhouse. A moment's diversion may amuse an audience, but it changes nothing. Even so, the actors must play their parts. Why are you still here, sir? I beg your pardon. We Guado are keen to the scent of the Far Plane. Ja, hat der Seymour, der liebe Seymour, uns einfach mal eine Lichtershow arrangiert und am Ende einfach mal der Yuna einen Heiratsantrag gemacht. Ja, kann man mal tun, so vor allen anderen. Ja, ist natürlich für alle total schockierend und krass. Und wie wird sich Yuna entscheiden? Und ich habe so viel zu dieser Szene zu sagen. Also erstmal, wie geil diese Szene war. Petites tat es mir fast schon ein bisschen leid, weil ich mir gedacht habe, jetzt muss der hier Anakin sehen. Ey, wie scheiße muss das für ihn sein? Aber vielleicht treibt ihn das auch an. Für die anderen war es natürlich cool, jetzt mal Anakin zu sehen von dem, was Tidus immer so erzählt. Dann fand ich mega gut, dass die bei der Übersetzung aus der Drei-Groschen-Oper Drei-Gill-Oper gemacht haben. Mega. Und dann, als sie die Yuna gefragt haben, was ist, hat die ja, glaube ich, gesagt, wenn ich das richtig gesehen habe, dass er sie eben heiraten möchte. Aber sie hat gar nichts gesagt. Ich muss das mir danach nach Bearbeitung nochmal angucken, ob dort überhaupt aus ihrem Mund was rauskam, weil ich habe dort ehrlich gesagt nichts gehört. Ja, und am Ende die Frage, die auch Seymour nochmal an Oren gestellt hat, ist jetzt gar nicht so unwichtig. Aber das nur mal so nebenbei. Ja, puh, ey, viel Input in dieser Szene und wir haben jetzt gar nicht gegessen. Hallo? Soll die Scheiße, die steht übrigens hier rum? Haben wir nicht mal was gefressen, ey? Mal gucken hier. So, irgendwas. Ey, dieses Pendel, ich habe die ganze Zeit überlegt, wenn das ein bisschen tiefer hängt und der Seymour läuft da so lang und dann so dumm, knallt das den Fall um. Ich fände es so lustig. Ist leider nicht passiert. Ja, Seymour, du bist schon ein interessanter Kauz, muss ich mal sagen. Aber ich sag mal jetzt, Oren, Kimari und Waka und auch Tidus sind alle jetzt eben nicht so positiv gegenüber eingestellt. Und wir wollen mal gucken, ob wir jetzt oben rein können. Schade. Okay, ja, schade. Dann lasst uns mal rausgehen. Da werden die bestimmt noch was dazu sagen. Ja. Yuna, the High Summoner's daughter. Seymour, the leader of the Guado. Married in the name of Yevon. Overcoming the barriers of race. It would give Spira something cheery to talk about for a change. Sounds just like a passing daydream, like Oren says. Come on, let's just get on with the pilgrimage. I mean, marriage? Jealous? What? No way. We gotta defeat Sin. Romance can wait. You sure picked a fine time to lay this one on us. Maybe it is a fine time. You serious? If my getting married would help Spira, if it would make people happy, if I could do that for people, maybe I should do what I can. I never imagined doing anything like this. But I won't answer till I know what's right. Seriously? You could always just quit your pilgrimage and get married. I will. Go on. I'm sure that Lord Seymour will understand. I guess so. I am a summoner. I must fight and defeat Sin. Like Braska before you. I had to stop myself from shouting. What's there to think about? I'm going to the Far Plane.
I'm going to see my father and think on this. Go on. We'll be right behind you. I wondered why none of the others ever asked Yuna. Do you love Seymour? Do you even like him? Also ich habe gerade die Riku ein bisschen genauer beobachtet und habe mir so gedacht, ey Riku, hol dir bitte mal Tipps bei Lulu ab, wie man Gürtel richtig zumacht. Ich weiß, es soll wahrscheinlich so ein modisches Accessoire sein, aber nicht, wenn man jemand vorbeikommt und dir die Hose runterzieht, ne? Und dann ärgerst du dich, dass du den Gürtel nicht richtig zugemacht hast, ne? Deswegen sprich mal schnell mit Lulu. Und das andere ist, das ist natürlich tatsächlich zu überlegen, weil so eine Heirat zwischen Yuna und Seymour würde natürlich nicht nur die Völker zusammenbringen, was ja generell immer nicht schadet, für Einheit zu sorgen, und hätte auch da den positiven Nebeneffekt, dass vielleicht auch generell das Spira doch so eine Hoffnung geben könnte und einfach so ein bisschen von Sinn ablenkt. Also ich finde das jetzt so grundlegend gar nicht so schlecht, aber das muss natürlich unsere liebe Yuna entscheiden. So, ich guck mal, wir speichern mal, dann können wir nochmal zum Farplane hochgehen und ich glaube, danach wird der Part wahrscheinlich schon vorbei sein. So. Sagt die Shelina eigentlich noch was Neues? Hätte mich das mal interessiert. Shelly. I hope to get an audience with Maester Seymour myself. Geh doch rein, der ist da. I hope to get an audience. Dann lasst uns mal hochgehen, jetzt dürfen wir bestimmt. Nein, ins Öppelsum. So, da mussten wir ganz nach oben, ne? Ja. Ja, das sieht gut aus. Das Öppelsum ist ein geweihter Ort. Bitte keine Ärgernisse dort. Doch, ich wollte jetzt hier unsere Waffen rausholen und alles kleinschlagen. Bam. Ach, das Design ist echt schön. Ist das eigentlich Glas hier unten? Ist mal ein bisschen gefährlich? Oder Plaste? Oder irgend so ein magisches Material? Boah. About this far plane. When somebody dies, a summoner sends them to the far plane, right? So their souls, or whatever they are, they go to the far plane, right? But that's the far plane we're going to, right? And Yuna's old man's there too? Do dead people live there or something? You thinking those funny thoughts again, yeah? Yeah. You'll see once we get there. Das sieht so ein bisschen aus wie Stargate. Vielleicht kommen wir jetzt in die Welt von Stargate. Oh mein Gott, das ist die Verbindung zwischen dem Universum Stargate und Final Fantasy. Oh mein Gott! Aren't you coming? I do not belong there. Mm-hmm. You're scared. Searching the past to find the future. This is all that is there. I need it not. You'd better be going. You're not really going to see the dead. More like your memories of them. People think of their relatives, and the Pyreflies react to them. They take on the form of the dead person. An illusion, nothing else. Well, have fun. What? You're not going either, Riku? I keep my memories inside. Huh? Memories are nice, but that's all they are. Sehr erwachsen von dir, sehr erwachsen. You're still here. Na dann, los. Rein in Stargate, durch Stargate. What the? Thank you.
The far plane was cool, but I couldn't stop thinking about Yuna. Her parents, they looked so happy together. But it got me worried that maybe seeing them would make Yuna really consider Seymour's proposal. Mein Gott, wie verdammt schön sah das bitte aus. Gruselig und schön zugleich, ey. Das ist so geil, wie viel Liebe dort in die Gestaltung reingeflossen ist. Aber ein bisschen gruselig finde ich das schon hier mit diesem ganzen Nebel und sowas. Ich fand es besser, wo man dann alles gesehen hat. Lulu, was ist mit dir? Why don't you try calling someone? All you have to do is think about them. Why don't you try calling someone? Na, ich will erstmal zu Waka. Yo, Chapu! Meant to come see you earlier, yeah? Sorry. I know you won't hold it against me. I gave up the game. I'm a guardian from here on, you know? This guy looks a lot like you. Showed up. Traveling with him, I thought maybe you were still alive somewhere, yeah? But then again, here you are on the far plane. Guess your place is here. So, how you been? Oh, that guy I just told you about. I gave him a sword. He likes it. Huh? Wow. Naja, also so ähnlich wie ich jetzt sehen sich die beiden nicht unbedingt. Aber gut, Waka, wenn du das sehen willst. Ich frage mich auch, wie das für Lulu immer ist, wenn sie den Waka sieht. Erinnert ihn ja wirklich immer an Chapu. Ist bestimmt auch nicht so leicht. Sagst du noch was anderes? Just a sec more. Naja, aber wenn die das so dastehen, nur so gucken, irgendwie ist das auch komisch. Stell ich mir das komisch vor. Also irgendwie muss das doch traurig machen und ach, schwierig. Wir gehen mal zu Yuna. So, Yuna? I've decided. Oh, really? That's good. I remember when I was only 7 years old in Bavel that day. My father had defeated Sin, and the whole town was out in the streets. Everyone was laughing. They all seemed so happy. If I defeated Sin, that would make everyone happy, wouldn't it? I must do what everyone wants, not just what I want. Let's go back. You gotta tell Seymour. Before that, call Sir Jet. Give it a try. Huh? Don't worry. He won't come. Trying not to think about my old man made me think about him, of course. See, told you. He isn't here because he's not dead. He's Sin. That means he's alive, you know. What if my old man really is Sin? What would I say to Yuna? Heck, to everybody in Spira. Wait, why should I have to apologize for him anyway? I'd rather never see him again. What makes you hate him so? Everything he does just makes me mad. It was his fault that me and my mother... Mom? It's her. She's very pretty. But, wait, no one ever performed the sending for her. She must have accepted death while she was still alive. Whoa there, that's my mother you're talking about. Oh, I'm sorry. It's okay. I think I just figured something out. What? Why I hate my old man. See, so I told him what I thought of him right there. What, really? Of course. I suppose, but... Mommy! Just a sec, dear. Whenever my old man was around, my mother wouldn't even look at me. Maybe that's when I started to resent him, even hate him. When he left us... Mom just lost her energy. Is she all right? Why should you care? If she dies, I wouldn't know what to do. Don't say Mom is gonna die. I apologize. The old lady next door told me, when a lovebird dies, the one left behind, it just gives up living so it can join its mate. It was just like that.
I hated my old man even more. But really, my old man... Mommy! Just a sec, dear. Go to him. He'll cry if you don't. Oh, man. I must sound so stupid. I don't think so. How embarrassing. Well, need some more time. No. I'm ready. Did I miss something? Thanks for waiting. I'll go give my answer to Maester Seymour. Lord Driscoll! Oh, Lord Driscoll! He does not belong here. Why? Yuna, send him. Lord Driscoll. He is Lord Driscoll no more. Send him now. Talk later. We leave now. What was that just now? That really Lord Driscoll? He wasn't sent. Wow, was war das denn? Ich dachte, die laufen jetzt noch ein bisschen. Ach so. Ach, ich hätte... Oh, das ist ja schade. Ich hätte das jetzt tatsächlich... Ich hätte jetzt einfach drücken müssen, Mund zu halten und zuhören. Dann hätte ich dort noch ein bisschen Infos bekommen. Aber ich habe leider auf ich hab's gedrückt, weil ich dachte, der Titel sagt jetzt irgendwas dazu. Oh, wie schade. Na, mal gucken. Vielleicht lasse ich die Szene nochmal im Nachhinein durchlaufen. Ich habe ja vorher gespeichert. Und schneid das vielleicht noch mit rein? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, diesmal hören wir zu. What was that just now? That really Lord Driscoll? I don't understand how a man like Lord Driscoll can die and not be sent. I would think that he was sent once, but he stayed on Spira. Something, a powerful emotion, could have bound him to this world. Such things happen. That's against the rules, isn't it? It means he died an unclean death. Okay, es gab jetzt gar nicht so viel Informationen, aber wir haben erfahren, er wurde besegnet, aber irgendwas hält ihn in dieser Welt. Es ist ja auch etwas rausgefallen dort, ein Spheroid oder so, den sich die Yuna gleich genommen hat. Und Orange sprach von einem Unclean Death. Sehr geheimnisvoll, aber wir werden es mit höchster Wahrscheinlichkeit noch erfahren. Ich schicke euch jetzt mal wieder zurück in die Vergangenheit, Zukunft. Naja, schicke euch irgendwo hin. Bis gleich. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der Best Parenting Award geht auf jeden Fall an Titus Eltern. Ey, die sind ja echt ein bisschen, naja, manchmal ganz schön scheiße gewesen. So vieles, was ich sagen möchte zu der Szene. Also erstens, Yuna hat gesagt, ne, ich muss das tun, was das Beste ist für Spira und nicht, was für mich gut ist. Ja, kann man jetzt so sehen, wie man will, ne? Dann auf jeden Fall scheint ja die Beziehung zwischen Jack und Titus' Mutter, die, glaube ich, nie einen Namen bekommen hat von dem Spiel, auch nicht so die gesündeste gewesen zu sein, wenn Titus jedes Mal Luft war, wenn sie mit Jack zusammen war. Auch nicht so schön. Und ich sag mal, Titus hasst Jack, weil seine Mutter sich immer so falsch verhalten hat, wo ich sage, naja, aber deine Mutter hat ja auch einen gewissen Anteil dran, deswegen gibt man nicht nur ihm die Schuld. Und, irgendwas wollte ich noch sagen. Wollte ich noch was anderes sagen? Ja, sie ist ja scheinbar an gebrochenem Herzen so mehr oder weniger gestorben. Und ja, auch super schön, so diese Aussage von, deine Mutter hat ihren Tod schon während zu Lebzeiten akzeptiert. Toll für Titus, schön, deine Mutter wollte sozusagen sterben, als sie auf dich alleine aufgepasst hat. Toll. Naja,
Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, aber naja. So, ja, wie machen wir das jetzt? Ich laufe jetzt runter, gehe speichern, dann ist der Part nämlich schon zu Ende. Ich weiß gar nicht, ob die unten jetzt nochmal was sagen. Ach, guck mal hier, dann quatschen wir nochmal mit denen. I will go. Meet with Maester Seymour. Yuna! Jisco is the Guado's problem, not yours. What? So, Lulu, what do you think about Yuna getting married? As long as the pilgrimage continues, either way's fine. That's it? What if she doesn't even like the guy? Is that okay? People marry for many reasons. What's that mean? Sometimes marriage doesn't require love, you know? Defeat sin and bring joy to the people of Spira. Get married and bring joy to the people of Spira. For Yuna, they're just two ways down the same road. All you need is determination. If you have that, you don't need love. I don't know. I just don't get it. Ja, eigentlich hätte ich wahrscheinlich einmal vorbeirennen müssen und hätte speichern können. Habe ich aber nicht gemacht. Vielleicht mache ich das aber jetzt, dass ich erstmal speichern gehe. Und dann beim nächsten Mal mit allen quatsche, weil sonst ist mir die Folge dann ein bisschen zu lang. Ich mache aber vorsichtshalber mal eine 20. Speicherung, weil ich überlege tatsächlich, ob ich jetzt im Nachhinein einfach nochmal lade und diese Abyssum-Szene nochmal durchlaufen lasse. Und dann einfach den Rest euch so reinschneide und dann werde ich danach das hier erstmal ein bisschen rumbrabbeln, so und aber ich mache euch das schon erklärlich. Dann, ihr Lieben, beim nächsten Mal geht's noch mit ein bisschen Story weiter und dann geht's endlich ins nächste Areal zum Kämpfen, tada. Und der Part hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mir geholfen, die Woche nochmal so ein bisschen abzuschließen. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare und was ihr alles zu sagen habt und freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder zusammen weiterspielen. Macht's gut, euer Other Side. Tschüssi!